Ja, ist ja gut. War vielleicht rot. Mann! Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Omsi 2. Der Omnibus-Simulator. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Omsi 2, der Omnibus-Simulator. Ja, meine Stimme ist immer noch heiser. Es geht mir immer noch scheiße, aber egal. Für euch fahre ich weiter durch Hamburg mit dem modernen Gelenkbus aus dem Jahr 2012. Viel Spaß. So, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Ich bin echt zu spät dran jetzt hier. Nächste Haltestelle, Maria-Luisen-Straße. Ja, Maria-Leck-mich-Straße ist das. Komm. Oh, abbiegen. So, jetzt habe ich aber wirklich nichts mehr zu verlieren, außer noch mehr Fahrgäste. Unfall. Oh, Kacke! Oh! Hallo, lassen Sie uns raus, bitte. Oh! Das war jetzt ein bisschen glatt gerade. Scheiße. Ja, komm, steigt alle aus. Ist mir doch eh schon scheißegal jetzt. Ich stehe ein bisschen falsch jetzt, ne? Verdammt. Ich muss ja auch noch wenden hier mit dem Ding. Was piept denn jetzt hier so? Irgendwas kaputt wahrscheinlich, ne? So. Das schaffen wir. Also das war jetzt hier eine glatte Stelle irgendwie. Das habe ich auch erst einmal so in der Art erlebt. Ja, ja, ist gut. Hauptsache die Ansagerin bleibt cool. So, komme ich da jetzt rum oder bleibe ich irgendwo wieder hängen? Wann ist die Luftfeuchtigkeit über 300%? Hä? Kann ich euch sagen, wann? Wenn ich da richtig das Schwitzen anfange. Aber ich schwitze schon gar nicht mehr, weil es ist eh schon egal jetzt. Was ist denn jetzt los? Hänge ich jetzt noch irgendwo? Ach, da war ein Auto. So, ab jetzt fahre ich gut. Jetzt strenge ich mich an. Verdammt. Blöde Scheiße, blöde. Naja. Habt ihr was zum Lachen, ne? Was mit euch? Die wollen Assi. Die wollen wirklich mit. Okay, Nächste Haltestelle. So viel zum Thema, schlechter als 3% kann es nicht mehr werden, aber Fahrgastkomfort ist auch noch nicht so in Ordnung irgendwie. Ja, Unfall, komm. Guten Tag. Hoppla. Bitte den Fahrschein für den Nahbereich. Da habe ich ein paar reingeklemmt, glaube ich, gerade auch noch. Da geht echt alles schief heute. Vielen Dank. So, haben wir es jetzt. Mann. So, also. Schlechter als 0,0 kann es jetzt wirklich nicht mehr werden. Das ist meine Fahrt hier heute. Unfassbar. So, jetzt schaue ich auch nicht mehr aufs Menü. Brauche ich auch nicht mehr, weil 0% kann ich mir merken. Und dann schauen wir am Schluss, was wir da haben. Ob wir uns da noch verbessern können. Jetzt habe ich schon gedacht, das stürzt wieder ab. War aber nur ein Ruckler. Hä, wo ist mein Fahrplan? Jetzt erst auf. Also, das ist ja eine Fahrt hier, ey. Das ist ja alles im Arsch heute. Hab ich versehentlich da was drauf gedrückt? Okay. Nächste Haltestelle. Strickbrücke. Strickbrücke, da kann ich mich jetzt aufhängen. Ach nee, Strickbrücke. Ja, du bleib mal drin, ey. Das hätte ich dir jetzt aber auch geraten, du Arsch. Kacke, knapp. Boah, fast wieder ein Unfall. Aber da hätte ich nichts dafür gekonnt. Boah, bin ich heiser, ey. Mann, Mann, Mann. Da brauche ich ein paar Tage Pause jetzt nach der Tour, das sage ich euch. So, das ist bestimmt jetzt die Haltestelle, wenn die da schon links ist. Polizei. Alter Wunsch, alles klar. Muss ich ja wohl leider anhalten. Brauchen wir aber nur hinten aufmachen. Was ist das denn? Das ist eine Bierwerbung. Astra, kenne ich nicht. Ich dachte, das wäre ein Auto. Naja. Man lernt es ja nie aus, ne? Beim Omsi auch. Scheiß Tür. So. Nach links.
Ah, endlich mal so angehalten, dass die Ampel auch noch sehe. Naja, gerade so. Mann, Mann, Mann. Verspätung habe ich. Luftfeuchtigkeit 243%. Temperatur steigt langsam. Können wir noch ein bisschen mehr, falls das was hilft. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich sie einfach nicht eingeschaltet. Richtig, die Heizung. Komm, egal. Hab eh verkackt total ohne Ende hier. Seht ihr das? Die Oma da? Steht da mitten auf der Straße? Oh, ist grün. Wird von einem Auto angefahren und die haben natürlich keinen Unfall. Ne? Das Spiel, das disst ja nur mich. Die blöde alte Kuh. Geh mal ein bisschen schneller. Wenn die Fußlampe ist, dann ins Altenheim. Hast hier gar nichts zu suchen dann. Auf der Straße. Dir gehört der Führerschein abgenommen. Der Führerschein für Fußgänger. Ein Rollstuhl oder sowas. Dann würde ich es ja noch einsehen hier. Aber so rumschleichen, das kann ich gar nicht ab. Naja. Wie gesagt, wenigstens die Ansagerin bleibt cool. Gut, wir haben alles im Griff jetzt. So halb. Oh, rot. Ich muss geradeaus. So. Ich bin immer wieder verblüfft, dass doch noch Leute fahren wollen mit mir. Ne? Also, man sollte meinen, dass sich heutzutage in Zeiten von YouTube und Facebook sowas herumspricht. Und dass dann keiner mehr mit möchte. Lass mal die Heizung. Moin, Mahlzeit. Moin, moin. Ich hab die Heizung an, glaube ich jedenfalls, du blöder Arsch. Eine Einzelfahrt, Gesamtbereich brauche ich. Jetzt kommst du wieder von da hinten, ey. Steig vorne ein, wenn du ein Ticket kaufen willst, du blöder Penner. Ist doch wahr. Ich hätte gerne einmal Großbereich. Ja, geh einmal kacken in den Großbereich, los. Haben wir's? Haben wir. So, den habe ich glücklicherweise gesehen. Ja, der Bus ist schon schön. Muss man schon sagen. Dumm sind halt die Mitfahrer. Ständig meckern. Obwohl, in den letzten Minuten hat es ganz gut geklappt. Nächste Haltestelle, Sophienterrasse. Sophienterrasse ist im Winter bestimmt auch total super. Könnt ihr alle aussteigen und euch die Eier und Eierstöcke abfrieren von mir aus. Ich weiß nicht, ob der Bus in Tettau funktioniert, das ist die Frage, ne? Hoppla! Na, haben wir doch super angehalten. Ihr könnt auch vorne rein! Na also! Moin! Geht doch! Guten Tag! Guten Tag! Du dumme Kuh! So, weiter geht die wilde Fahrt. So, wie weit ist denn überhaupt noch? Wage ich es mal drauf zu gucken? Okay, die Hälfte. Uha. Nächste Haltestelle. Alster-Chaussee. Okay, da kann ich ja noch ein bisschen was gut machen, wenn ich noch die Hälfte der Strecke vor mir habe. Ich kann natürlich auch noch mehr verbocken, ist klar. Okay, die Bremsen funktionieren auch ganz gut. Ich habe erst relativ spät gebremst. Hat sich auch keiner beklagt. Es läuft. Jetzt läuft's. Und nochmal zwei Sackgesichter oder drei. Guten Tag. Guten Tag. Fahrscheinnahbereich. Gut, die steigen dann vorne ein, wenn man rechtzeitig aufmacht. Hallo. Ich verstehe. Mal schauen, was wir noch rausholen können. An Bewertung. Besser als null wäre schon ganz gut. Nächste Haltestelle. Ja, das
rot. Das ist schlecht. Weil ihr seht ja, ich bin zeitlich ein bisschen im Hintertreffen. Was haben wir denn hier Schönes? Bank. Das ist ein Bock. Auch nicht schlecht. Krieg ich gerade schon wieder Hunger, ey. Oh, grün. Die Ampelschaltung ist zum größten Teil relativ fair in Hamburg, habe ich so das Gefühl. Oh, Spanien. Spanische... Ja, nicht Parlament, wie heißt es denn? Spanische Botschaft oder was? Mist, da will auch jemand einsteigen. Oh, die Tür habe ich gerade offen gelassen. Das ist ja praktisch eigentlich. Bitte einmal morgen. Moin. Wenn man noch fahren kann, ist das ja super. Danke. Wird es langsam wärmer? Ja, so ein bisschen. Es hat nur noch minus 3 Grad. Haben sie ja quasi fast keinen Grund mehr, sich zu beklagen, die Arschgesicht da hinten. Oh, Gegenverkehr. Puh. Fontenay? Also Hamburg sieht echt gut aus. Also von der Map her kann man echt nicht meckern. Der Bus ist auch geil. Wie gesagt, die Fahrgäste sind Arschlöcher, aber das ist ja nichts Neues hier. Hier ist wieder die Bullerei oder was? Ja, ist ja gut! War vielleicht rot! Mann! Muss ich wohl bremsen, oder? Ist ja nicht wahr, ey. Hallo, guten Tag. Weiter geht's. Ihr braucht euch gar nicht beklagen, ich fahr super. Wie immer. Ich bin der beste Busfahrer der Welt. Nächste Haltestelle. Bahnhof Landtor. Ich glaube irgendwie meine Stimme. Oh, die Tür ist offen. Naja, egal. Wenn's geht, ist ja super. Ja, meine Stimme klingt irgendwie so, als ob ich bald dahin scheide, ne? Kann das sein? Weiß nicht, ob das bei euch auch so ankommt. Ich fühle mich jedenfalls so. Super Busspur, ole ole. Tür lasse ich jetzt einfach offen, oder? Wenn das geht, dann. Moin. Hallo. Moin, moin. Immer Großbereich, bitte. Ja. Das klingt echt immer Hallo. So sehr nach Kacke, ey. Einmal Großbereich. Ja! Du hast ja noch eine schlimmere Stimme als ich heute. Wir machen während dieser Tour immer mal ein bisschen früher Schluss als 15 Minuten. Ging nicht anders auf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.